habe nur eine Frage an Sie. Brauchen Sie eventuell Ressourcen? Carbon? Chronics? Polymer? Oder doch Zement? Zurzeit nicht. Ich habe die Kisten, ich habe reingelegt, die 1000 Dublonen. Die 200 für die Sachen aus der vorigen Fuhre? Die habe ich Ihnen bereits gegeben. Und das waren nicht 200, das waren 300. Koch, essen! Gleich! So, aber mindestens eine Fuhre an Material hätte ich, ne? Okay. Also, ich könnte es zwar Ihnen abkaufen, aber nicht jetzt, da ich selber zu wenig Geld dann hätte, um das wieder zu verkaufen. Also, gern ein anderes Mal, aber nicht dieses Mal. An Perlen wohl nicht interessiert. Nein. Was ist da? Zurzeit nicht. Davon produziere ich so viel, das ist für mich relativ uninteressant. Wie gesagt, ich habe zu wenig Dublonen, um alles von Ihnen abkaufen zu können. Gern ein anderes Mal. Ich denke, dann sind wir hier fertig. Auf zum nächsten. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Bis bald. Rüstung oder Blaster zuerst? Rüstung, wir müssen auf jeden Fall sehr viel davon tauschen. Ich glaube, auch der Schüler hat noch einen stecken. Gut. Komm es da, meine Freunde. Willkommen, Patrino Imperatio. Belladonna. Waren Sie das letzte Mal nicht kleiner? Das war mein Bruder Vito, mein Padre. Was kann ich für Sie tun, ne? Captain Fasma regelt. Wir würden gerne Rüstungen tauschen. Wir haben einige Rüstungen für Sie im Angebot und wir wollen dafür höhere Qualität für Sturmtruppenrüstungen. Eine gute Frau. Meine Probleme ist, diese ganze Geschichte mit Rebellen und Imperium ist nicht so gut für Geschäft. Ich werde meine ganze komplette Ausrüstung verkaufen und werde leider keine Ware mehr annehmen. Wir könnten eventuell mit dem Preis ein bisschen runtergehen, Belladonna. Mein Lord? Übersetzen Sie mir mal, sein Akzent ist schwierig. Er tauscht keine Rüstungen, er geht nur höchstens mit dem Preis runter, weil er sich möglichst bald von diesem Planeten verabschieden möchte. Wie viele Mengen hat er? Mein Cousin Vito macht im Outerim ein Pizza-Restaurant auf. Ich mache lieber Pizza anstatt Krieg. Die führen ja keinen Krieg, sie schützen die Soldaten auf dem Feld. Mit ihrer Arbeit. Damit wollen Sie aufhören? Ich habe einen kleinen Gewissenskonflikt mit dieser Kollateralschaden, Don Imperatio. Ich zeige Ihnen gerne, was ich Ihnen anbiete. Ja, zeigen Sie mal. Fass mal, gehen Sie auf meinen Platz, ja.
Welcher Preis schwebt Ihnen denn hierfür vor? Das sind schon. Gute Frau, ich gebe Ihnen meine komplette Inventar, meine ganze Ware, die ich habe, für, sagen wir, 300 Dineros für Sie. Was sind Dineros? Ragnarok-Währung, Imperatio. 300. Was? Für das eine oder haben Sie noch mehr? Für alles, was ich besitze. Gekauft. Sie sind ein kluger Mann, Don Imperatio. Preis gemacht. Den letzten hat ich weiß jetzt nicht, wie viel in der andere Schränke drin ist, aber der erste Schrank war überzeugend. Ich würde aber trotzdem gerne die alte Rüstung von uns hier lassen. Gibt's irgendwie eine Transportmöglichkeit? Captain Phasma, vielleicht können wir... Scusi, tut mir leid, ich kann sie leider nicht... Ich kann vielleicht für einen kleinen Aufpreis einen Mann organisieren, der ihn tragen hilft. Captain Phasma, unser Architekt hat doch auch ein Funkgerät. Vielleicht können wir den dann mit Luftmaschine rufen. Sorry. Denn bereits aus dem Kryoschlaf erwacht ist, mein Lord, das ist die Frage. Alles, was Sie besitzen, ist uns. Sie. Ausziehen. Nein, nicht das, was ich anhabe. Tut mir leid. Alles, was Sie besitzen. Was in den Schränken ist. Das gehört ist. Dem aber nicht. Das ist die Uniform, ja? Die wird vom Captain bereitgestellt. Ja, aber die Schaupuppen auf jeden Fall auch. Das sind Plastikrüsten. Das ist billige Ware. Es ist immer Plastik, was Sturmtruppler anhand. Nein, Don Patrino. Ja, aber das ist wirklich nur Plastik. Don Imperatio. Der Rest ist noch ein wenig diese Rüstung, die ich ihm verkaufe, ist feinste imperialische Carbonit. Beste Ware. Und das dort? Ich besorge jetzt mal einen Laufburschen, der sich um die Waren kümmert. Ich glaube nicht wirklich. Wirklich glaube ich nicht, dass die sowas hässlich sind. Wo sind ja, Sie? Das ist Boss. Das, was also, Sie hier kaufen, Sie... ist Emporio Arcanio. Bester Darsteller. Was kann ich Ihnen helfen, Herr Wachter? Bester Model. Sie müssen aber auch Käufer. Bedenken, der hat hier... Irgendwas ist auf dem Deck los. Ne? Die haben Sie auch noch übernommen. Werden Sie angegriffen? Ich glaube nicht, aber ich bin nur der... Bist du nicht der Knappe? Ja, dann lauf, los! Oh. Ich informiere Sie gleich. Oh, ich glaube, ich werde mal fix den. Captain Phasma, haben Sie genug Gepäckstaschen? Die Rüstung auf jeden Fall zurückgelassen. Ja, ja. So, einstecken haben, das ist auch hier. Okay. Also, Laufbeutel also, sind wir hier fertig. Alles in den Schränken. Ja, aber zuerst das Geld. Ein paar Waffen. Kann ich mich drum kümmern? Kümmern Sie sich drum, bitte. Bitte packen Sie das Geld hier in der Kasse. Also, ich liefere Ihre Lieferung zu Ihnen an die Basis. Captain Phasma, was liefert er? Ich hätte fast was vergessen. Mille grazie. Liefert ihre Rüstungen. Wo ist denn ihre Basis überhaupt? Ich habe bereits alles selbst eingestellt. Ah, okay. Dann Entschuldigung. Warum hat man mich dann gerufen? Uns wird gesagt, es gibt keinen Lieferservice, also haben wir was anderes organisiert. Okay, Entschuldigung. Sie waren einfach zu langsam. Und Mülleimer benutzt? Oder was hat mich gerade alles eingesteckt? Uns wurde gesagt, wir können unsere alte Rüstung hier lassen. Oh, das ist schön zu wissen. Dann werde ich mal schauen, dass ich sie über Bord werfe.
Okay, jetzt zum Blaster oder was? Droide. Was ist der nächste? Einen schönen guten Tag, Mann. Möge die Macht mit Ihnen sein. Mille grazie, Don Imperatio. Also Droide und Blaster sind da. Was machen wir zuerst? Blaster ist anscheinend... Guten Tag, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wollen wir Droiden kaufen? Können wir mit Ihnen in ein separates Zimmer? Soll nicht jeder mithören. Schauen Sie mal ganz kurz hier drauf. Guck, dass uns keiner zuhört. Alles klar. Oh, gibt es dafür eine Notiz? Oh, gibt es dafür eine Notiz? Ein Bauplan. Oh, kommen Sie mit. Hier folgen bitte, hier lang bitte. Wache aufpassen, keiner darf rein oder raus. Interessant. Wo haben Sie das gefunden? Sagen wir einfach beim Feind. Oh. Das ist ein sehr interessanter Bauplan. Dürfte ich ihn nochmal näher sehen? Warten Sie, ich öffne Sie Ihnen hier die Kiste. Ah. Oh, die Materialien sind teuer. Vieles gutes Material. Ich kann diesen Blaster herstellen, aber wie viele möchten Sie denn davon haben? Weil das wird nicht günstig. 10? Oh, geben Sie mir kurz 2 Minuten. Ich frage kurz meinen Rohstoff. Ich brauche noch wahrscheinlich Materialien. Wow. Hat er uns jetzt hier eingesperrt? Mag jemand einen Burger? So, ich bin wieder da. 10 Stück haben sie gesagt, ja. 10 Waffen. Sie sollten sich mal besser drum kümmern. Lassen Sie mich kurz noch einen Preis überlegen. Das ist eine schwierige Arbeit. Sehr hochqualitative Waffen. Gibt es die Möglichkeit, Kenntnisse von Ihnen zu kaufen? Da brauchen Sie leider einer von uns hier. Erlernt Ihre Fähigkeiten. Und wir können den Bauplan das selbst herstellen. Wird nicht so schnell möglich sein. Weil ich habe jahrelange Erfahrung. Ich habe eine Ausbildung dazu gemacht, ein Meister. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall die 10 Waffen herstellen, die Sie möchten, für 1000 Ragnataler. Natürlich mit Munition bestückt. Captain Phasma. Für 1000 Taler ist es Ihnen dann möglich, auch nochmal die Waffe zu verbessern und zu veredeln? Ja, das ist natürlich der Plan, aber dafür brauche ich den Bauplan. Wie? Und mir gibt es nur die besten Künstler. Ich bin der beste Waffenhändler. Wie weit können Sie diese Waffe veredeln? Das ist ein privates Händlergespräch. Ah, das kommt auf die Materialien drauf an. Ey, raus hier! Das ist Ihnen so spät aufgefallen. Ja. Ich werde es versuchen, natürlich das Material so weit wie es geht höchstmöglich zu bearbeiten, um die höchstmögliche Qualität zu gewährleisten. Denn sie soll ja schließlich nicht im Kampf kaputt gehen. Wissen Sie, für wie viel der Flieger oben verkauft wird? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin kein Pilot, ich bin nur Waffenhändler. Waffenschmied. Können wir den Preis drücken, indem wir ihm alte Waffen zum Zerschreddern geben, um dort nochmal Ressourcen rauszuziehen? Lassen Sie mal mit Schüler raus. Der Schüler soll auf jeden Fall seine Waffen noch da lassen, falls er welche einstecken hat. Entschuldigung.
So, schauen Sie mal. Könnten Sie vielleicht die Waffen wiederverwerten und somit einen günstigeren Preis für uns machen? Bei der Wiederverwertung fallen ja dieselben Ressourcen an. Also ich könnte ihn anbieten dann für 300 Kragnataler. Ja, das geht in Ordnung. Wenn Sie das Geschäft mit mir machen? Ja, Bezahlung ist bereits. Alles klar. Auf Ihr Konto überwiesen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Wann bekommen wir die Waffen? Wenn Sie mir ein paar Minuten geben, ich lasse kurz die Maschine anlaufen und dann legen wir sofort los mit der Produktion. Ich war so in 3 bis 4 Minuten. Können Sie sie abholen. Sie können noch ein bisschen shoppen gehen, wenn andere Händler... Können Sie auch gerne Zeit lassen, immerhin. Wollten Sie die Waffe doch noch verbessern? Nur das Bestmögliche. Meine Maschinen sind die besten. Ja, lassen Sie sich Zeit. Umso veredelter ist die Waffe. Wir sind noch eine Weile hier. Was machen Sie eigentlich im Lagerraum, ja? Das ist für... Ach, war diese Besucher. Besprechung. Wichtig. Hallo, Dieter. Ich bin den leider gerade nicht frei, heute können Sie mich aufhören. Lol. Haben Sie Druidikas? Na, leider nein. Kampfdruiden? Das einzige, was ich habe, 3 Mausdruiden. Meine Ausbeute vom letzten Mal war nicht gut. Mein Schüler? Er ist noch nicht da, er wird gleich erst kommen. Gut, Androide sind immer noch nicht interessiert. Okay, dann schade. Dann auf wieder. Was war das denn? Raus, ich bin in der Produktion! Knoten drin. Muss man die alle wieder neu sortieren. Ich hasse die Arbeit. Wenn man seinen Stand auch im Wind aufbaut? Ja, ich weiß, das war vielleicht nicht die beste Idee, aber im Untergeschoss ist die Miete deutlich teurer, deswegen habe ich mich oben niedergelassen. Ich habe nicht so viel Geld, müssen Sie wissen. Ja, aber Sie verkaufen doch Kreaturen. Muss doch ordentlich was rumkommen. Wie bitte? Ich danke ein wenig Vertrauen. Wo ist Ihr Partner? Ach so, ja, der ist, ja, der ist weg. Wie weg? So weg? Fallschirm. Er hatte eine Meinungsverschiedenheit mit dem Captain. Da waren so ein paar Löcher im Fallschirm. Er und der Captain. Jetzt habe ich ein ganz neues. Jetzt habe ich ein ganz neues Bild vom Captain. Oh, okay. Ich interessiere mich für Ihre größte Kreatur. Ja, diesen. Der ihr Geschäft anknabbert. Der mein Geschäft anknabbert? Ey, pfui! Aus, hör auf, weg! Aber ist eigentlich auch egal. Der Bunker soll sowieso bald abgerissen werden. Echt jetzt? Ist die Miete so hoch? Ja, der fängt ganz schön an mit seinen Sucherpreisen. Haben Sie nicht mitgekriegt, dass inzwischen eigentlich alle Händler sagen, sind im Ausverkauf? Es suchen eigentlich alle nach einem neuen. Ja, interessant. Sie müssen mal bedenken, was der Schutz von diesem Schiff kostet, ja? Bei den ständigen Angriffen. Ständige Angriffe? Ja. Es gab eigentlich noch nicht so wirklich einen Tag, wo ich mindestens einen Angriff habe. Oder einen Sabotageversuch. Also, wir müssen immer auf der Hut sein. Was wollen Sie dann für deine Große hier? Ja, da will ich 120 erstmal so. Captain Fasma.
Das scheint ein sehr altes und kampferfahrenes Tier zu sein. Ich denke, der Preis ist angemessen. Oh ja. Ist der Sattel im Preis enthalten? Ja, klar. Ich habe auch noch ein paar weitere Sättel, wenn sie noch nicht haben. Das ist ein veredelter Sattel? Ich bin im Räumungsverkauf. Ich wüsste noch, was auf die Kennnummer. 544, ja, ist ein veredelter Sattel. Haben Sie noch mehr von den großen Kreaturen? Nein, leider nicht. Das ist nicht so einfach, die zu bekommen. Aber ich habe noch. Haben Sie einen Bauplan des veredelten Sattels? Müsste ich mal gucken, aber soweit ich weiß nicht. Ich habe noch ein paar Einzelstücke. Naja, wenn Sie Ihr Geschäft zumachen, wäre ein Bauplan der Veredelung wünschenswert. Wo ist mein Schüler? Oh. Ist der Mesh-Händler da? Ich werde mal schauen. Hallo. Der Mesh-Händler hatte einen Unfall. Der kommt gleich wieder. Der hat sich den Arm aus Versehen in seiner Mesh-Hallo? Verletzt. Ja. Also, verletzt. Der kommt später. Ich bin ein Riesen. Schöne Umschreibung für abgerissen. Ich mache einen neuen Bleibesuch, deswegen. Könnt ihr das nochmal wiederholen? Das ist dann wie ein Stern sagen. Gut, wo können wir denn bezahlen für die Kreatur? Ja, kommen Sie hier rüber. Wollen Sie etwa die Sättel nicht noch weiter haben? Das ja, die möchte ich mal begutachten, Ersch. Soll ich mal ein paar holen? Ich werde mal Auswahl suchen. Meister, der Mesh-Händler hat einen Unfall, er wird gleich auftauchen. Aber bevor wir. Wenn er einen Unfall hat, wie kann er dann gleich auftauchen? Ich weiß es nicht, so wurde es mir gesagt, aber wir sollten, bevor wir irgendwas kaufen, nicht schauen, ob dort noch. Okay. So, ich habe hier jetzt eine Auswahl mitgebracht. Ich packe die mal hier. Wo ist meine Schale? Ich gehe da mal drauf. Hier zum Beispiel ein super toller Breitfußsattel mit der Kennnummer 206, die letzte Zahl 7. Das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr tolles Exemplar. Wir nennen es Breitfuß. Was kostet der? Ich würde Ihnen die komplette Auswahl an Sätteln, die ich habe, für 70 Taler verkaufen. Ich würde Ihnen die jetzt mal alle zeigen, aber wenn ich die alle auf den Mörser lege, dann wird das ein wenig voll. Auf der Schüssel. Dann zeigen Sie doch erstmal alle, bevor wir verhandeln. So, nehmen Sie die Unterschiede. Dann habe ich natürlich verschiedene. Also nicht ganz so gute Exemplare, relativ viele. Das sind halt alles Sättel, Raptor und Parasaurus, wo man eigentlich schon die Sättel haben, dass man mehr schleppen kann, ne? Also ist da hast du eigentlich nur Rüstung, nicht der Schleppvorteil. Das ist ein Schild, wo drauf steht, wie viel diese TIE Fighter kosten, aber ich glaube, ich gehe etwas entleeren. Können Sie diese Sättel auch nochmal besser ausstatten? Meine Sturmtruppen haben Sättel mit mehr Lastfähigkeit, Tragfähigkeit.
Bei Springern und Breitmaul zum Beispiel. Ja, kann ich machen. Kostet das dann mehr? Können wir die später nachliefern. Ja, das würde dann 90 Taler kosten. Obwohl, wir kriegen, wollen wir den Breitmaul da, Breitfuß auch noch haben, ne? Mhm. Würde ich in mein Freundschaftsangebot beides für 180 Taler machen. Wir hätten ja schon mal das Vergnügen. Ich würde dann nur von der Breitfuß Sattel nehme. Sind Sie sich sicher? Die Sättel sind sehr toll und wie gesagt, ich muss dringend mein Lager loswerden. Ja, aber die Kosten sind so hoch. Hey, ich habe hier wie gesagt noch ein paar mehr, aber da passt nichts mehr auf den Stapel. 90 für alles. Sie können die Springersättel und die Breitmaulsättel eigentlich rausnehmen. Wir haben und, daran kein Interesse. 50? Ja, nehmen Sie mal die Springer und so raus, weil an der Sorte haben wir kein Interesse. Wenn da mehr Tasche und Halterungsmöglichkeiten dran wären, ja. Ja, aber so diese Exemplare. Schauen, die verbessern können. Ja, dann werden wir das nochmal schauen. Dann werde ich bei Gelegenheit mal einen Boden bei Ihnen checken. Ich muss mal kurz schauen. Aufboote, wo sind Sie? Ja, kommen Sie mal her. Ich habe hier einen Haufen Sättel, der einmal verladen werden müsste. Wohin? Ja, einmal. Lach nicht so dreckig da drüben, du Arsch! Und dann einmal verbessern, da sollen noch ein paar Sättel, Taschen ran. Ich werde mich später drum kümmern. Bringt die einmal runter. Nehmen Sie die einmal. Bitte sehr. Ach ja, den Rex sollen wir dann auch rüber transportieren? Oder kriegen Sie den selber mit? Ja, ist sicherer. Wenn wir das machen, meinten Sie, oder wie meinten Sie? Ja, ist sicherer. Okay, gut, dann werden wir uns kümmern. Wir wohin dann? Wohin? Ja, bringen Sie ihn zum Bodenquartier. Okay. Gut, dann schauen wir mal beim nächsten Händler. Ich bin da mal weg. Es war immer wieder schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Aber ich würde gerne die Bezahlung noch haben. Oh! Ist Ihnen das aufgefallen? Wie viel war es jetzt? Das waren 160. Ja, du hast nicht schon gesagt, ist zu teuer. Was? Nein! Sie hatten gesagt, das ist ein guter Preis. Nö. Aber das ist doch gibt ein guter Preis. Gibt es hier irgendein Problem? Ich gebe für 150. Jetzt haben sie aber schon eingewilligt, jetzt können sie nicht wieder zurückziehen. Das ist gegen das... Ja, müssen sie eins erzählen, können sie nicht ins Hinterstück zählen. Legen Sie die Waffen hinter alle. Sie auch. Runter. Hier nimm deinen Helm entgegen und reih dich bei. Wer bist du eigentlich, dass du Leon! Ich geb dir die Anweisung. Ja, trotzdem Waffengewalt ist keine Lösung. Das gilt auch für Sie. Wenn er seine Waffe nicht wegsteckt. Du, es war toll, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Bis zum nächsten Mal. Und empfehlen Sie mich, ach so, empfehlen Sie mich nicht weiter, weil ich mache den Laden dicht. Und empfehlen Sie mich nicht weiter. Sind ja auch zu teuer. Mein Lord, der Waffenhändler verlangt nach ihm. Der muss noch warten, ich habe gesagt, er soll veredle. Er hat gesagt, er sei fertig. Er soll mehr veredle. Er meinte, Sie sollten zu ihm kommen. Ich will aber Mesh! Der ist aber leider immer noch nicht da. Der ist immer noch
beim Arzt. Der hat sich den Hand im Mech-Arm verklemmt. Das heißt, er hat sich den Arm verstaucht. Das muss erst. Er ist doch wieder nur auf der Toilette am Rauchen.